Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder mal, euer Gamer Quo mit der 21. Folge von Shadow of the Tomb Raider. Ich muss mal so sagen, ich wollte noch mal was kurz weil die Entwickler sagten, das wäre der letzte Teil des Remakes und ich würde es nicht ehrlich ein bisschen schade finden. Vielleicht machen sie einen, sag ich jetzt mal, eine andere Geschichte, wo sie schon ein bisschen erfahrener ist. Machst du jetzt, ein Depp oder was? Ich muss irgendwie nach draußen. Irgendwie nach draußen. Da wurde ich platt gefahren. Habt ihr echt zu spät gesehen? Das war knapp. Ich muss die Barriere mit dem Seil runterziehen. Das war wirklich knapp. Na, kriegt das mit Muskelkraft hin? Ja. Das könnte klappen. Klappt auch. Ich frage mich nur. Oh. Verdammt, der Hebel kann die Tür nicht mehr halten. Oh, was haben wir hier? Versteckt kein gutes Essen vor Gästen, sonst verwandelt es sich in Würmer. Lecker. Dann gibt's heute mal Wurmsalat. Mit leichten Geschmack. Ich kann den Anker festbinden, um das Tor offen zu halten. Ja. Das hält. Ja, das hält. Da. Gut, jetzt dreht sich die Leiter. Yay. Ich brauche einen anderen Weg nach oben. Vielleicht kann ich die Maschine erklettern. Das wäre eine Idee. Was? Das war nicht so geplant. Eispitze. Thank you.
Alter. Okay. Vielleicht kann ich die Maschine erklettern. Oh. Oh, wir sind ja einfallsreich, ne? Ich muss weiter klettern. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Und weiter. Und weiter, und weiter, und weiter. Lara. Ja, ja. Alles klar. Das war Glück. Jo. Huracan, ja. Von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Yep. Wo lang jetzt? Von hier aus müsste ich runter zu der Kammer gelangen. Ach da. Okay, okay, das war nicht gut. Oh Mann. Weiter. Nein, Stachel, böser Stachel. Böser Stachel. Böser Stachel, böser Stachel, böser Stachel, böser Stachel. Huracan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Genau, Nein! Zu wenig Anlauf. Und weiter. Ja, weiter, weiter, weiter. Oh Mann, bin ich Profi darin. Ich schwör's euch, irgendwann bin ich Profi im Fallen. Huracan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Oh Mann. Also muss ich doch an die Spitze. Aber das Problem ist eigentlich, ihr könnt jetzt weit springen. Und weiter. Ey, die Musik so. Komm. Ich liebe es. Hi. Huracan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Los. Alter. Ich sehe auch da keine Wand, wo ich mich dranhängeln kann. Euer fucking Ernst. Ach, geh. Huracan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren.
Geh doch nach Hause. Geh doch einfach nach Hause. Yay, yo. Vorsichtig. Das Ding ist im Morsch. Ist abgebrochen? Jo. Jonah? Die Adlerprüfung ist erledigt. Die verborgene Stadt kann nicht mehr weit sein. Okay, okay. Hm, nicht. Paititi floriert unter den wachsamen Augen von Iskar Yavar und seinem Rat. Die Stadt wächst, Tempel werden erbaut. Die Menschen sind friedlich, wohlhabend und zufrieden. Dann ist ja gut. Jetzt wird nur noch, ja. Hey, ich habe die Prüfung bestanden, ja. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Mehr als konnte es auch nicht, ja. What? Ah. Erb dich. Ah, da. Hallo. Zieh dich hoch, Lara. Hey. Ah. Dann komme ich auf dem Weg dann wieder zurück. Jo. Leck mich. Jonah? Fett. Der Blick von hier oben ist unglaublich. Die verborgene Stadt muss hier irgendwo sein. Lara, ich hab's geschafft. Ich betrete eine Höhle. Jonah? Oh, unbekannter Ort. Da fehlt mir echt eins. Überall, wo Rauch ist, ist noch Gebiet. Wenn das wirklich alles Gebiet ist, friss ich im Wesen. Verdammt! Ja, sag mal so, den Ort zu 75% geschafft. 11 Lagers, 3 Grabmale, 6 Herausforderungen. Alles klar. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Und? Jo. Sehr schön. 2 Fähigkeitspunkte, die ich auch einsetzen werde. Erhöht die Menge der an menschlichen Herstellungsressourcen, die sie auf ihren Quellen erhalten. Erhöht die Chance beim Plündern von Feinden und Tieren Pfeile wieder zu erlangen.
Ich guck gerade, was ich hier machen kann. Hier unten. Was nehme ich denn? Auf Fähigkeitsstufe 1 mit der Dschungel. Überlebungsinstinkt. Die Effektivität der Wahrnehmungsfernseher. Ja. Das, hier hätte ich. Ja. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Türen, Tempel. Ja. Verdammt! Oh. Alter. Wie brutal ist das denn? Jetzt erinnere ich mich. Schrei nicht so, Lara, ich hab dich. Jetzt sage ich mich doch dann. Ich glaube, in Teil 2 hat mir auch diesen Greifhaken. Okay. Ich muss vorsichtiger sein. Wieso? Lara, es macht Spaß. Oh, Scheiße! Ich muss weg. Oh. Alles gibt nach. Und los jetzt. Das war knapp. Huh. Mädel, das war Hammer. Schwalmsprung, was? Schwalmsprung. Drücken Sie X, um zu springen, und drücken Sie dann Kreis, um einzutauchen. Okay. Komm schon. Jawohl. Alles geil. Klar. Solange keine Piranhas hier sind, ist das hammergeil. Bock auf Piranhas hat eh keiner. Oh ja, ja damit. Alter, ich liebe diesen Teil. Also, wenn mich jemand fragt, ob der besser ist als der erste, ja, besser als der zweite, sag ich, der dritte liegt leicht vor. Muss noch einiges kommen, wo ich sage, Scheiße. Na lecker. Jonah, ich glaube, ich habe sie gefunden, die verborgene Stadt. Ich suche jetzt nach der Schlange mit dem silbernen Auge. Ist das keine Herausforderung? Schade. Ah, wir sind im Gebiet der Lama. Okay.
sind Köpfe. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Meins? Alter. Alter. Kommt her. Ausweiter. Na. Meine Fresse, waren die hartnäckig. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Geil. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Deswegen. Gut, dass ich als erstes hierher gegangen bin. Na? Oh ja, eine Krypta. Voll. Gold. Seltene Tierhaut. Seltene Tierhaut können Sie in Basislager bestimmte Outfits und Waffen. Alles klar. Die Krypta ist ja. Jetzt sehr reizvoll, ne? Ihr kennt mich, ich muss dahin. Oh. Okay. Sprung außerdem noch machen. Aber das, meine lieben Freunde, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sagt wie immer Zocko, ciao, bis zum nächsten Mal. Game & Co. ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule, die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule, ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.